Willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir hier ein K700 mal vorstellen. Hier auf alt gemacht. Der kostet 13.000 Euro. 30 km/h soll es schnell sein. 620 Liter Tankvolumen. 235 PS ist er in der Grundausführung. Das entsprechen 173 kW und 129 Euro Unterhalt. Wie du siehst, hier kannst du hier Motor aufpeppen. Aber schon die Grundausstattung hier, die kostet 9.140 Euro. Aufpreis, also kostet dich nichts, kommt hier zu die 13.000 Euro hinzu. Dann für, wenn du einen stärkeren haben willst, wird dir irgendwie dann nachher billiger, kostet dich nur 8.098 Euro, dann hast du 250 PS und 184 kW und 149 Euro Unterhalt. Dann kannst du, also wenn du 300 Euro nur Aufpreis, das ist ja eben ein bisschen interessant. Also, da hast du 300 PS, 221 kW und 174 Euro Unterhalt. Das war eigentlich soweit das alles. Jetzt schauen wir uns mal an hier. Also ich finde, er sieht sehr schön aus. Steigen wir ein bisschen mal aus hier. Da sehen wir hier noch Leitungen entlang gehen. Dann sehen wir hier, also schön die Elektrolik, die Kupplung. Dann sehen wir hier vorne her, also die Kardanwelle. Und hier vorne auch schön die Bleche auf alt gemacht. Vorne her so noch ein bisschen abgewinkelt. Hier ein Schmutzhänger. Mal schauen, ob der noch wackelt. Als Deko haben wir hier Stahlseile hier vorne drauf und noch zusätzliche Scheinwerfer. Und hier haben wir auch einen grünen Schmutzhänger. Da ist noch die Farbe dran. Hier vorne auch was ist grün. Du kannst dann, auch wenn du auf die Fahrerseite hingehst, von außen also mit R hier die Tür auf und zu machen. So, jetzt steigen wir mal eingestiegen und von innen drin können wir hier die Türen aufmachen und zu machen. Da hat IC-Steuerung und hier auch so auf und zu. Leider ist hier kein Sound verbaut, das ist wirklich schade. So, dann starten wir mal einmal. Dann sehen wir hier, die Armaturen sind hier animiert. Das Lenkrad hier geht auch. Und schauen wir mal, also Spiegel. Nein, funktioniert leider nicht, wie wir mal sehen. Schauen wir mal hier, also Armaturen sind beleuchtet. Blinker. Also Zusatz schon mal von vorne hier, Numbit 6 ist jetzt hier angezeigt. Und hinten Numbit 5. Jetzt in die Außenansicht und da schauen wir mal hier hinten, also das ist sehr sehr hell, wie wir mal sehen, ein bisschen, also die Corona ein bisschen nach unten geschoben, wie man sieht. Und schauen wir mal vorne, wow, das blendet, also da hat man seine Freude, würde ich mal sagen. Und umleuchten, ja, funktioniert auch. Linker hat er keine Horn. So. Schauen wir mal hier, ob Drusen tut er ja auch. Und Pfeifen tut er wirklich schön. Wenn man jetzt hier die Leitung für die Elektrolik hier. Dann schauen wir mal, ob die. Ja, die sieht man hier unten, die sich drehen. Die Kardanwelle sieht man sehr, sehr, sehr schwer, leider. Aber schön Pfeifen tut er. Das gefällt mir. So, wie man sieht, hier Reifen, Staub und Spuren macht er auch. So, und hängen wir mal hier hinten mal die Elektrolik an. Da sehen wir hier die Zapfwelle, das wird auch schön dargestellt. Und wenn wir mal hier. Nein, den haben wir hier. Man geht leicht runter und rauf die Drehzahl. Dann los, man dreht ein. Ja, geht, sieht man hier, die Drehzahl geht schön rauf. Halten wir aus, hängen wir es mal runter. Dann gehen wir mal testen hier die Kupplungen. 33 km/h ist also Geschwindigkeit eingetragen. Oh, das blendet. Wahnsinn, haha. Aber ich finde, das sieht echt geil aus, finde ich.
habe ich gesehen, ja. Da habe ich gedacht, da muss ich ein Video machen. Und schauen wir mal, hier die Kupplung hier passt auch ganz gut. Wenn wir hier in die Lok reinschauen, also Lok ist sauber. Aber mir gefällt gut in die Arbeitsscheine fahren. Schön hell ist das. So, schauen wir mal hier, wie schnell wir werden gleich. Ja, also 30 km/h. Testen wir gleich mal hier das Gelände. Nehmen wir hier die Achsen hier, also das alles hier schön gemacht. Gelenkig, nicht so starr. Der Hund. Den Schlamm hier durch. So, jetzt gehen wir mal Gummi. Dass die Leute aus dem Weg gehen. So, also wir haben 32 km/h Spitze. Und jetzt bremsen. Leider hat er keine Bremslichter. Rückwärts. Nur mit 15 km/h bedient. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann schaust natürlich wieder rein. Würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Servus. Grüß euch, euer Franz.